Hallo, heute gibt es ein weiteres Video mit der Oculus Rift VR-Brille. Heute möchte ich euch mal ein kleines Horrorspiel zeigen, und zwar Dreadhall heißt das. Und wir gehen gleich mal rein. Ich spiele es mit einem ganz normalen Xbox-Controller und eben der Brille. Gut, ich setze mir mal auf. Ihr könnt das natürlich alles live am Bildschirm mitverfolgen. Und auf geht's. So, da sehen wir schon, was mein Controller. Das nehme ich gleich in die Hand und drücke mal A. Dann geht's schon los. Das habe ich schon mal angetestet. Ich finde das ein sehr gutes Horrorspiel. Und zack, 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 muss ich die festmachen mal. Gibt es da doch ein paar Schreckmomente. So, meine Karte, einfach durch runter gucken, kann ich auf die Karte schauen. Hier kann ich Inventar anschauen. Das drüben ist Lappen. Ich wähle das einfach aus, indem ich auf die Sachen drauf schaue. Ist natürlich sehr praktisch. Die Kiste haben wir auch noch hier. Gehen wir mal hin. Was haben wir denn in der Kiste drin? Viel Lampenöl, das wird wichtig sein. Hier kann ich nichts weitermachen. Oder kann ich hier was nehmen? Nö. Wir gehen erst mal los. In die dunkle Welt hinein. Ja, jemand da? Ist recht dunkel. Ich gehe da nicht hin. Machen wir mal ein Lichtchen an hier. Haben wir Inventar. Jetzt so. Bisschen Rauch aus macht der ganze Qualm am Boden. Das Fiese an der Oculus Rift ist, man ist quasi live dabei, man sitzt nicht vor dem Bildschirm. Man fühlt sich wirklich direkt dabei. Ich stehe ja vor einer 2 Meter Tür und gehe jetzt hier rein. Und dementsprechend sind die Monster, die man treffen kann, auch dementsprechend groß. Ja, das hat man vom Bildschirm nicht so ein Gefühl. Der sieht aber nicht lebend aus. Und wird doch hoffentlich nicht werden. Okay. Du wirkst dich doch, oder? Okay. Das war der erste Schock. Also nicht weggucken. Wir gucken nicht weg. Aber ich muss ab und zu. Was ist denn für ein fieser Kerl, ey? Kannst du nicht erschrecken? Ich komm nicht hier weg. Oder hinten eine Tür. Das ist blöd mit dem Weggucken. Da ist eine Tür. Bleib, wo du bist, du Schuft. Oh, oh, nicht umdrehen. Alter Sack, er ist weg. Ich hasse das Spiel jetzt schon. Das ist ja nichts für einsame Abendstunden. Ich drehe mich jetzt gar nicht mehr um. Es ist ein bisschen dunkel hier. Lalelu. Da haben wir ein paar Sachen mit. Sind jemand da? Da kommen wir schnell auf und dann so grad mal schnell. Das ist schon wieder so ein Viech, das mag ich gar nicht. Sind das für scheiß Viecher? Da? Alles mitnehmen. Ich mag solche Spiele nicht. Dafür hasse ich das Oculus Rift. Ist er bei? Nicht dabei? Guckt er schon? Nein. Fallen mir alles. Der steht schon wieder unten, der Assi. Junge, wenn du was willst, kommst du direkt. Ich habe jetzt auch keine Kampftaste, fällt mir auf. Oh. Und da hat er eben noch woanders hingeguckt, oder? So. Das klappt leider noch nicht. Oh, nee.
Wahrscheinlich steht hinter mir jemand. Ja. Kein einfach mal um. Ach du pissende Scheiße, bist du da? Weg. Ich hasse dieses Spiel. Ist schon mal weg. Oh, bis jetzt. Ah, Scheiße, der ist auch wieder da. Ist nicht am Ende des Tunnels. Was ist das? Alter, sind die bescheuert? Junge, Junge, Junge. Falls Musik dazu. So leicht kann man sich mal noch hinunten lassen. So, ich habe ganz schweißige Hände hier. Wir müssen das bald beenden. Das macht mir so echt, es ist so fies. Also Horrorspiele sind mit dem Oculus Rift, glaube ich, das sind die richtigen Birne. Dafür ist es gemacht. Ein langer Korridor für mich. Was will man mehr? Da trifft man bestimmt nette Leute. Eine Karte. Ich weiß gar nicht, was das hier in diesem Spiel ist. Wahrscheinlich irgendwie aus diesem Keller wieder rauskommen. Dabei ist es so schön hier. Hallo? Hallo? Jemand da, der mich wieder erschrecken möchte? Ja, verrückten Monsterviecher. Selten was. Oh Mann, ich hab echt, ich muss das echt gleich ausmachen. Da spiele ich ja lieber Sportspiele. Oh, ich kann ja rennen. Ich renne einfach weg. Da kann ja gar nichts passieren. Die sind ja nicht echt. Hallo? Hallo? Oh, mein Lämpchen an. Oh, ich habe auch kein Lämpchen mehr dabei. Wie schön. Blöde Zettel hier. Was ist denn das hier? Das ist ein chinesischer Glückskeks oder was? Ich brauche Licht. Oh, ich ahne gleich von der Schock im Moment. Das liegt mir so fern. Ja, oh, dich kenne ich schon, du machst so fiese Sachen hinter mir. Aber es ist halt wirklich, als ob er meine Kopfgröße hat. Also, ich weiß nicht. Alter, ich hasse es. Die Geräusche dazu. Du müsstest noch ein Headset spielen. Was der Herzkreis war vorprogrammiert. Keine Vertrauen. Oh. Alter. Und ich habe nur Geld. Vielleicht kann ich sie bestechen. Das Schwerpunkt ist schon so nass, ich weiß gar nicht warum. Ich bin ja schon mal angelaufen. Ständig Schritte. Oh, happy day, oh, happy day. Also ich mach das gleich aus, ihr habt ja schon einen Blick für das Spiel bekommen. Mir reicht das schon ziemlich. Muss ich gleich rein. Die Tür, dann geh ich mal rein. Wahrscheinlich hier der Speisesack. Was war das? War das wichtig? Scheiße. Ist ja alles nicht real, das muss ich immer mal nur so sagen. Oh, hier gibt es ja schon Öl. Sieht erstmal leer aus. Sieht nicht leer aus. Das hat mir leider auch schon gesehen. Da gehen wir nach Hause. Go home away. Oh, was ist das? Hallo. Das sind die Ecken gucken, ist natürlich auch genial, Leute. Das ist schon verrückt. So, die ist schon weg. Oh, das war's. Also abgeschmiert. Okay, das passt gut. Das passt gut, das passt gut. Das soll es derweil gewesen sein. Mann, Mann, Mann. Also das sage ich euch. Gut, das war Tretor. Horrorspiel fürs Oculus Rift. Mit Headset. Ganz in der Stille. Am Abend.
ein Glas Bier. Ja, der Notarzt muss gerufen werden. Er ist nicht für schwache Nerven. Man erschreckt sich so sehr, wenn man sich so... Wenn ich auf dem Bildschirm sitze und das spiele, kommt es ganz anders rüber. Also, es kommt bald ein nächstes Torspiel, was ich testen werde für Oculus Rift, weil es einfach bis jetzt das Spannendste ist an dieser neuen Technik. Und wer das sehen möchte oder wer Ideen hat, was ich mal anschauen möchte, der schreibt mir in den Kanal. Ansonsten bis bald. Ciao.